Hallo und herzlich willkommen zur digitalen Chorprobe zu Ubi Caritas von Audrey Snyder. Digitale Chorprobe heißt ein paar Worte zum Stück, dann Sopran, Alt, Tenor, Bass, Durchgänge für die einzelnen Stimmen und zum Abschluss nochmal ein Klavierdurchgang, bei dem du hoffentlich dann deine Stimme sicher mitsingen kannst. Ein paar Worte zum Text Ubi Caritas et Amor Deus Ibi Est. Wo die Liebe und die Güte wohnt, da ist Gott. Ich singe das Stück mit meinem Gospelchor, im Schulchor ebenfalls, und das ist ja eher ungewöhnlich, dass wir Lateinisch singen, und ich finde, Audrey Snyder hat hier einen ganz, ganz, ganz fantastischen Spagat geschaffen zwischen dem lateinischen Text und einer Musik, die man eigentlich als, ja, moderne, schöne Popmusik im Bereich der Chormusik bezeichnen könnte. Dieser Text ist ja weltberühmt und sehr, 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 sehr alt und schon ganz, ganz häufig vertont worden. Er stammt ursprünglich aus einer Antiphon zum Gründonnerstag, also zur Liturgie, die an Ostern gesungen wird, Gründonnerstag. Und sehr, sehr berühmt ist zum Beispiel die Vertonung von Maurice du Reflet, die solltest du dir unbedingt auch mal anhören. Ich verlinke die hier unten in der Beschreibung auch mal. Aber Audrey Snyder steht für mich der du Reflet-Vertonung in nichts nach, sondern sie hat ein wirklich wunderbares Stück geschaffen, ein ganz, ganz tolles Chorstück, das viel einfach mit chorischen Effekten hier auch spielt. Wir gehen es mal zu Anfang durch. Nach der kurzen Klaviereinleitung hast du die Melodie von den Frauenstimmen gesungen. Hier steht jetzt Sopran. Ich lasse bei mir manchmal die Altistin einfach mitsingen, weil es so schön ist. Wirklich nur das helle Register. So, dann eben das Spiel mit den im Echo-Effekt einsetzenden vier Chorstimmen. Sopran, Alt, die Tenöre. Und einfach schön, dass die Echo-Stimme jeweils genau auf dem Ton einsetzt, den die Stimme voraus erreicht hat. Ne? Deus ibi, Deus ibi, Deus ibi, Deus ibi est. Das heißt, der Zuhörer merkt an dieser Stelle eigentlich kaum, dass eine neue Stimme hinzukommt. Du hörst es erst auf der jeweils nächsten Note, auf der zweiten Note, wenn zwei verschiedene Töne im Spiel sind. Ja, und durch diesen schön gehaltenen Klang wird dann eben der vierstimmige Chor-Sound in Takt 9 richtig schön vorgehalten. Dann weiter Männer-Solo. Steht jetzt hier unisono, das heißt Tenöre und Bässe singen zusammen die Melodie, die wir schon kennen. Dann in 15 wieder genau das gleiche Spiel. Vierstimmiger Einsatz mit jetzt einem anderen Abschluss in 18. Ja, wir enden jetzt hier auf dem Tonika-Akkord. Vorne hatten wir noch einen Schluss auf der Dominante. Ja, was den Einsatz der Melodie wieder vorbereitet. Und hier jetzt wirklich ein Abschluss. Deus ibi est. Exultemus. Und jetzt hier ein neuer Teil, den Audrey Snyder ganz, ganz, ganz klassisch homophon mit dem vierstimmigen Chor komplett vertont. Und ich finde, sie macht das großartig. Es klingt wirklich wie so, weiß nicht, so ein großer, großer Chor von 40, 60 Mönchen, die durch die Kathedrale einziehen und das große Crescendo vorbereiten. Und dann eins der schönsten Wörter aus der lateinischen Sprache ist dieses Diligamus. Ein schönes Wort. Und dann nach dieser doppelten Fermate, kommt dann Ubi Caritas et Amor über so einer ganz, ganz leicht, fast schon kitschigen Klavierbegleitung. Das hat so ein bisschen was von Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far. Hat so ein bisschen was von Somewhere over the Rainbow. Aber natürlich, der Text bringt einfach so ein schönes, helles Bild auch. Also warum nicht auch jenseits des Regenbogens denken? Chor, kompletter Chor, unisono, Frauen- und Männerstimmen. Ubi Caritas et Amor, ubi da. Und dann wieder nochmal dieser vierstimmige Echo-Sound, den wir schon kennen. Und in der Wiederholung 37, ganz, 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 ganz schön, jetzt zum ersten Mal und zum einzigen Mal leider auch die Frauenstimmen allein mit der Melodie, mit einem richtig, richtig schönen Begleitchorsatz der Männerstimmen.
jetzt zwei Stimmen, die gleichzeitig in Takt 41 das Deus Ibi übernehmen. Nämlich der Alt, der jetzt dran bleibt. Mo, Deus Ibi, Deus Ibi. Also wirklich eine deutliche Verstärkung jetzt hier vor dem Schluss. Dann wieder der Schluss auf dem Tonika-Akkord als Quad-Sechst-Akkord, wie auch schon vorne, sehr, sehr schön hell schwebend. Die Bässe bleiben hier in der schönen, angenehmen Mittellage. Deus ibi est. Und der wunderbare Abschluss. Deus ibi est. Den ich unbedingt verbinden würde. Also bitte nicht absetzen vor est, sondern versucht es auf einem Atem wirklich durchzuziehen. Ja, ansonsten, es steht eine ganze, ganze Menge hier drin. Sie schreibt sogar Atemzeichen hin. Das ist spannend in 36, 37, wenn du da mal reinguckst. Beziehungsweise ich hoffe, dein Dirigent guckt einfach dahin und macht es genau so, denn es ist ziemlich cool. Sie möchte wirklich, dass in 36 die Frauenstimmen absprechen, und zwar auf der 3 und Est ubi caritas. Aber die Männerstimmen, die drunter liegen, die haben ihr Atemzeichen, also den kleinen Balken, ja wirklich erst später, nämlich auf der 4 und oder sogar noch später. Das heißt dort, die Tenöre und Bässe, Est ubica, die sprechen das ST so spät wie irgendwie möglich ab, damit einfach kein komplettes Loch entsteht, bevor die Frauenstimmen einsteigen, sondern alle vier Stimmen kommen auf diesen Ton, auf diesen Halteton. Tenor wechselt den Ton, Frauen sprechen ab und gehen neu rein. Die Männerstimmen halten noch einen Moment und auf dem letzten Moment die Männerstimmen absprechen und dann wieder in den eigenen Chorsatz hinein. Ubi ritas et amor. Jo, dynamisch steht auch eigentlich alles Wichtige hier drin. Du wirst keine Stelle lauter als Forte finden. Fortissimo-Stelle, die einzige Stelle, et excorde diligamus, da ist es im Fortissimo. Ansonsten im ersten Teil viel, viel, viel Zurückhaltung, viel Schlichtheit. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so einfach, dass man dieses Ubi caritas et amor. Das steht beim allerersten Mal als Mezzo-Piano und beim letzten Mal steht es als Mezzo-Forte in 37, aber Ubi caritas et amor. Es muss von der inneren Haltung her ein völlig anderer Sound, ein völlig anderer Stil sein. Beziehungsweise dann die innere Haltung, wenn sich die geändert hat durch diesen fulminanten Mittelteil und du wirklich voller freudiger Erregung bist und auf dieses Bild, wenn wir Menschen ja voller Liebe sind und voller Güte sind, dann sind wir göttlich. Oder anders gesagt, wir sind eigentlich immer göttlich in allem, was wir tun. Wir erkennen es nur manchmal nicht oder nur sehr, 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 sehr schwer. Denn letzten Endes hat Gott uns viel Freiheiten gelassen, indem wir uns geschaffen hat. Und manchmal stehen wir uns da mit den Dingen selber, glaube ich, im Weg. Aber wenn wir wirklich in der Liebe sind, wenn wir in der Güte sind, dann ist die Chance relativ groß, dass wir einfach quasi unser Innerstes, unsere Essenz erkennen. Und diese Essenz, die ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz fest daran, beim Menschen eben Liebe und Güte und Göttlichkeit. Das steckt in diesem Stück, finde ich, in jedem einzelnen Ton drin. Und deswegen ist es auch ein wunderbares Stück, gerade jetzt für diese außergewöhnliche Zeit, die Pandemiezeit. Und ja, wenn es dir ein bisschen über diese Zeit hinweg hilft und dir Spaß macht, dann freue ich mich riesig drüber. Hinterlasse deine Kommentare gerne zu diesem neuen Format. Ich hoffe, der Sound ist jetzt viel besser als bei den ersten Videos. Da hatten einige zu Recht gemoppert, dass das Klavier zu laut und die Stimme zu leise ist. Ich hoffe, das ist jetzt hier angenehmer. Wir starten jetzt mit den vier Stimmdurchgängen und dann der Gesamtdurchgang. Ich blende dir die Zeit auch unten ein, dass du direkt in den Gesamtdurchgang springen kannst, wenn du dir nicht alle vier Stimmen anhören möchtest. Okay, vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß bei den Einzelstimmproben. Hallo lieber Sopran. Ubi caritas et amor. Et amor. Deus ibi est. Deus ibi est. Deus ibi est.
Hallo lieber Alt. Singt gerne die ersten Takte mit. Ubi caritas et amor. Ubi caritas et amor. Deus ibi est. Exultimus et in ipso jucundimo, simul ergo cum in unum congregamur, et ex corde, tinigamus, nos sincero. Ubi caritas et amor. Ubi caritas et amor. Deus ibi est. Okay, bitte entschuldige, ich habe schlecht geatmet. Dabei 37, 38. Unglaublich wichtig, dass du 40 durchsingst, beziehungsweise nur ganz, ganz kurz nachschnappst. Ubi caritas et amor. Deus ibi deum. Okay, ich hoffe, ich sehe dich gleich im Gesamtdurchgang. Hallo, liebe Tenöre. Frauen steigen ein. Und bereit.
Ubi caritas et amor. Ubi caritas et amor. Deus ibi est. Exultemus et in ipso jucundemur, simul ergo cum in unum congregamur, et excare, diligamus nos in sera, nos in sera. Also du merkst am Schluss, da muss man echt kämpfen, dass man das gut durchkriegt. Ich habe mich jetzt gerade hinreißen lassen. Ich habe 37, aber das mache ich wirklich auch bei meinen Sängern. Da steht im Männerchor Mezzo Piano gegen das Mezzo Forte der Frauen. Ich weiß, dass die Frauen manchmal gerne übers Mezzo Forte ein bisschen hinausgehen. Und ich weiß, dass auch wie in den allermeisten Chören die Frauenstimmen gerne mal doppelt so stark besetzt sind wie die Männerstimmen. Das heißt, auch hier kannst du deutlich übers Mezzo Piano hinausgehen. Mezzo Forte, ich war, glaube ich, gerade im Forte, weil es einfach auch sehr viel Spaß macht. Vielleicht ein bisschen zu viel, dann fahr den Halteton zurück. Ich habe ganz zu Anfang richtig schlecht einmal geatmet. Ich bitte dafür um Entschuldigung. Und das ist nicht repräsentativ. Ich hoffe, du hast es gemerkt, bei den Strecken danach hat es besser geklappt. Takt 9 und 10, bitte keinesfalls dort, keinesfalls zwischen Takt 9 und Takt 10 eine Atemzäsur nehmen, sondern die Phrase bitte durchsingen. Ja, viel Spaß. Ich hoffe, du bist gleich beim Gesamtdurchgang auch noch dabei. Hallo liebe Bässe, wir machen jetzt den Stimmdurchgang und dann kannst du gleich dranbleiben für den abschließenden Gesamtdurchgang, nur mit Klavier. Die Frauen fangen an. Exultemus et in ipso jucundemur, simul ergo cum in unum congregamur, et excore,
Ja, ihr lieben Bässe, ich finde, das ist eins der schönsten Stücke überhaupt für Chorbässe. Ihr habt so viele coole Sachen hier zu tun, die einfach, finde ich, wesentlich spannender sind, als in einem vierstimmigen homophonen Satz einfach immer nur die Grundtöne des Akkords zu singen. Das ist in vielen Stücken total toll und macht Spaß, aber hier ist doch einfach viel mehr dabei. Ihr seid ja die letzte Stimme, die in diesem sich auffächernden Chorgeflecht ankommt, ne? Also die müsst ihr singen als, bitte nicht so, jetzt sind wir auch endlich dabei, sondern ey, ihr müsst euch einfädeln, wie auf einer vierspurigen Autobahn, wo Sopran, Alt, Tenor die ersten drei Spuren sind und ihr, jetzt kommt eine vierte Spur dazu und echt sehr, sehr unauffällig muss ich das einschmiegen. Dann, ihr habt Melodiestimmanteile da im Takt 10 und 11 folgende mit den Tenören zusammen, wunderschönes Unisono für euch. Ihr habt dann so die eher klassische Chor-Bass-Funktion in dem Mittelteil, Takt 19, Exultemus. Hier übrigens super, super wichtig, dass ihr nicht mit dem Sopran Exulte, das macht die Sopran, das ist sehr, sehr markant, Exulte, 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 euer Ton bleibt bitte konstant, ihr dürft keinen Millimeter nach unten gehen. Alle anderen Stimmen kommen euch nämlich, Exultemus der Sopran, Exultemus der Alt, Exultemus, alle Stimmen, alle anderen Stimmen aus euch machen Tja-da-dam. Und wechseln den Ton nach unten. Ihr bleibt bitte konstant. Und bei Ad in Ipso genauso. Und bevor du jetzt zu schnell nix und sagst, ja, 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 klar, mach ich. Mach eine Kontrollaufnahme mit deinem Handy. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist eine Stelle, bei der du echt psycho, du denkst, du singst richtig, aber du machst es trotzdem falsch. Also hör da einmal Kontrolle. Selbst wenn du notenfest bist und Chor erfahren. Dann dieses wunderschöne große Crescendo, Ad Excorde, Ad Excorde. Pass hier auch auf bei der Ad Excorde Stelle. Ad Excorde, Ad Excorde, Diligamus, Nos Sincero, Nos Sincero, Nos Sincero. Ich weiß aus Erfahrung, diese Stelle ist verdammt schwer auswendig zu lernen. Also versuche dir den Melodieablauf sehr, sehr gut einzuprägen. Der ist eben nicht logisch. Ja, der folgt jetzt keinem strengen Sequenzmodell, sondern es wechselt hier einfach von der Lage her. Das musst du gut gelernt haben, bevor du die Noten weglässt. Dann das Chor unisono und schließlich in 37. Est ubica. Dass du bitte mit einem sehr schlanken, mit einem sehr pointierten, perkussiv wäre zu viel gesagt. Ich möchte hier jeden Ton wirklich neu angesetzt haben. Und dann in 41, das ist ganz, ist ganz schlicht, aber in 40 zählt Zeit 2. Ihr Beste seid die einzige Stimme, die sich bewegt. Also ihr habt echt eine eigene Melodie. Et amor, et amor. Und ich würde auch noch einen Deal mit dem Dirigenten machen. Falls der die Stelle so ein bisschen vielleicht übergeht oder dieses Poco Ritardando nicht sieht, sondern wirklich dazu sagen, hey, die lieben Bässe da hinten rechts in der Ecke, die wollen diese Stelle ganz besonders zelebriert haben. Hat einen ganz, ganz, ganz grandiosen Effekt, bevor nämlich dann eben beide Frauenstimmen, Sopran und Alt, mit dem Deus Ibi anfangen. Ich habe ja zu Anfang schon gesagt, dass ich für dieses Stück sehr, sehr schwärme und ich einfach weiß, dieses Stück ist sehr detailverliebt. Das ist einfach richtig, richtig schön, richtig gut geschrieben. So, und dann auch am Schluss dieser ganz zarte Deus Ibi. Was du bitte mit einem Lächeln singst, damit der Ton hell bleibt. Dass du bitte nach innen singst, damit du die Phrase auf einem Atem bringen kannst. Und eins der schönsten Stücke, glaube ich, für Chorbässe überhaupt, die ich dir so anbieten kann. Viel Spaß und jetzt kommt der Klavierdurchgang. Herzlich willkommen zurück zum Klavierdurchgang.
Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, Kommentar schreiben, netten Kommentar, abonnieren und vor allen Dingen bitte weitersagen. Bleib gesund und tschüss.